recht herzlich willkommen zu einem neuen Video mit dem Aquapainter aka Uli. Und zwar zur Bastelstunde, wo Landschaft und Objekte für meine Steampunk-Modellbahnanlage Spuren gebaut werden. Und ich denke mal gar nicht viel lange drum herum zu reden. Wir fangen ja im Video auch schon an hier. Und zwar habe ich einen Kessel hier ausgedruckt auf meinem 3D-Drucker. Und ich bin ja immer noch im Thema, dass ich den Hintergrund weiter gestalten will, / muss. Und zwar auf der linken Seite soll es jetzt weitergehen. Und dafür brauche ich ein paar Objekte, um das Ganze ein bisschen aufzuhübschen. Und in dem Fall habe ich mir einen Kessel ausgedacht, den ich hier, wie gesagt, ausgedruckt habe mit meinem Drucker. Und dann entsprechend mit der Bandsäge, wir haben es vorhin gesehen, in zwei Teile geschnitten habe, welche ich jetzt hier ja kurz danach beschliffen habe. Hier sehen wir sie schön da oben. Das war ja, wie gesagt, mal ein Kesselchen. Und den habe ich dann grundiert, wie eigentlich alles. Das mache ich ja mit jedem Artikel so. Ich glaube, ein paar weniger habe ich mal nicht gemacht. Ich glaube, meine Mauern damals hinten, die habe ich nicht grundiert. Da hat es auch einen Grund gehabt, weil das sollte dann vom Aussehen ein bisschen verwaschener werden. Das hat auch ganz gut funktioniert. Hier will ich aber, wie gesagt, grundieren. Habe ich auch gemacht. Und der Kessel soll, auch wenn man es später wahrscheinlich gar nicht mal so erkennen wird, wie das Ganze irgendwie sein soll. Und zwar soll der so einen blauen, ja, eine blaue Grundfarbe haben. Nicht so quietschblau, wie man das sehen. Wir werden es ja zum Schluss sehen. Ihr habt es auch vorhin schon gesehen, wie das im Fertigen aussieht nachher. Aber er soll halt, wie gesagt, eine blaue Grundfarbe bekommen. Und ich habe es mir so gedacht, ich habe ja den zwei halbe Kessel. Ich brauche aber nur einen davon. Ich möchte einfach zwei machen, damit ich zum Schluss mich für den schöneren von beiden entscheiden kann. Ich habe mir bei beiden Mühe gegeben, aber ich wollte, wie gesagt, ganz gerne mich nachher für den besseren entscheiden. Hier sehen wir übrigens auch zwei Teile dabei, oben links und so ein bisschen in der Mitte, die keine wirkliche Bedeutung haben. Das heißt, das sind Teile, die sind unter dem Druck drunter gewesen. Das heißt, der Kessel und die Teile standen da so drauf. Gerade da oben das mit den Löchern und jetzt, wo meine Hand gerade das verdeckt hier in der Höhe von der Pfeile da. Ihr werdet sehen, das kleinere davon werde ich im nächsten Video, das werde das wiederfinden, das habe ich tatsächlich verwendet. Das sind einfach Teile, die ja keine Bedeutung haben, habe ich gerade gesagt. Aber mit ein bisschen Fantasie könnte man sie doch schon für irgendwas erkennen. Aber okay, drumherum geredet jetzt hier. Hier sehen wir, wie ich jetzt das alles abschleife nochmal. Einfach aus dem Grund, die Kessel sollen ja benutzt aussehen. Die sollen gammelig und schäbig aussehen, so wie alles, was ich hier baue. Ich möchte ja nichts, was wie am ersten Tag aussieht. Das brauche ich aber auch nicht zum 100. Mal zu erwähnen. Das war ja ein feiner Satz eben. Ist egal. Und deswegen habe ich das alles ein bisschen abgeschraubt jetzt hier. Und die Querlinien, die wir so ein bisschen sehen vom Drucken, die fand ich mal gar nicht so verkehrt, die so übrig bleiben da. Die geben den Kessel halt irgendwie noch so eine spezielle Note. Also mir hat es wirklich gefallen. Hier habe ich jetzt natürlich schon ein bisschen braun vorher mit dem Pinsel aufgetragen, um dann entsprechend so die Rosteffekte irgendwo hinzubekommen. Und das fand ich recht nett, weil das ist dann auch so wirklich so ein bisschen nicht verwaschen kann man ja nicht sagen, sondern das Gegenteil von waschen. Es gibt relativ scharfe Kanten. Jetzt kommt hier eine braune Wash oder brauner Wash, wie auch immer man das jetzt ausdrücken mag, ist ja völlig egal obendrauf. Und darauf kommen jetzt diese Rostpartikel. Und die Rostpartikel habe ich hier den etwas helleren Rost gewählt, weil ich das hier direkt auf den braunen Wash auftupfe und der nimmt natürlich die braune Farbe auch noch an. Das gibt aber den ganzen mehr Struktur. Das heißt, man hat wirklich so den Eindruck, wenn man sich das direkt anguckt, als wenn, als wenn wirklich Rost abblättert. Wenn man sich das hier auf der Anlage anguckt, sieht das übrigens alles immer, das kennt ihr vielleicht selber, besser aus als auf Videos. Bei Fotos geht das irgendwie. Bei Fotos kriegt man das relativ gut hin. Auch wenn ich mit Weißabgleich arbeite, auch wenn ich alles irgendwo versuche, so möglichst reell darzustellen. Aber ich verfälsche ungern was. Ich mache gerne irgendwas besser, als es ist. Man kann ruhig so sehen, wie es ist. Aber wie gesagt, wenn ich mich hier vor die Anlage stelle, sieht das irgendwie netter aus. Mit den Leitern, die hatte ich mir ja auch mit ausgedruckt. Das sieht man ja. Fand ich den Effekt sehr nett, dass ich das so ein bisschen verzogen habe, so ein bisschen verdreht und ein bisschen zusammengebogen, sodass das irgendwo gammelig aussieht.
Ja, das wollte ich so. Das soll wirklich, man soll irgendwie ja Angst haben, die Leiter zu betreten. Das war so der Gedanke, den ich dabei hatte irgendwo. Und ja, mir hat es gefallen. Und im nächsten Video zeige ich euch, wenn es eingebaut ist, wie das dann ausschaut. Und hier habe ich jetzt einen, ich sag's mal so, einen Fehldruck, den ich hier anwende. Und zwar sind das von meinen Gitterbrücken. Wer sich erinnert, vor einigen Videos habe ich ja die Gitterbrücken gebaut, wo auch Signale aufgebaut habe und das Licht und das Doppingenschild und sowas alles gemacht habe. Und die Dinger habe ich einfach aufgehoben. Und da stehe ich neulich so vor meiner Anlage und überlege, was könntest du eigentlich noch machen? Und da hatte ich mich erinnert an meiner Kindheit. Heute sieht man das kaum noch, ist mir aufgefallen. Diese Rot-Weiß, in dem Fall habe ich mich für Grau entschieden, ist ja die Grundierung nur, diese Absperr. Ja, Zäune oder wie sagt man denn, an der Straße war das bei uns in der Stadt so. Und das fiel mir ein. Ich denke, Mensch, das sieht doch eigentlich bald genauso aus, wie wir das hier dargestellt haben. Hat mir sehr gut gefallen und dann habe ich das einfach so gemacht. Habe ich noch nirgendwo ein Vorbild dazu irgendwie. Ich habe es einfach nur toll gefunden und möchte natürlich, dass das genauso gammelig aussieht wie alles andere auch. Also Rostfarbe drauf, auch wenn ich nur einen winzigen Punkt von Rostfarbe hier gebraucht habe. Ihr habt es ja wahrscheinlich da links gesehen. Der Uli ist ziemlich geizig, was es angeht. Also ich mache da nicht, bei manchen, ich sehe, wenn die irgendwas malen, die machen einen riesen Klecks Farbe drauf. Ja, ich habe drauf doch bloß so ein paar kleine Dinger hier. Deswegen immer einen kleinen Tropfen nur und damit ist Sache erledigt. Es soll ja auch nur ein bisschen was so irgendwo darstellen. Und hier habe ich übrigens die Rostfarbe genommen, die mehr ins Rotbraune reingeht. Und weil ich jetzt hier, ja, das Geländer ist ja heller. Der Kessel vorhin, der war ja relativ dunkel und da habe ich ja dann auch die braune Wasch drunter gehabt oder den braunen Wasch drunter gehabt und hier fand ich also den rotbraunen irgendwo besser und ich finde, es sieht auch besser aus. Ich habe auch nicht zu viel drauf gemacht. Das werde nachher bei den Bildern sehen, wo ich es fertig habe. Also ich wollte nur, dass das ein bisschen benutzt aussieht. Ich muss ja nicht überall nur, ja, ich sag mal, vergammeltes Zeug rumstehen haben. Es kann ja auch mal was ein bisschen neuer sein, ein bisschen frischer irgendwo gemacht worden sein. Jetzt habe ich es ja grundiert. Dazu habe ich mir so ein matt Klarlack drauf gemacht. Ich habe mir eben in die Kamera gehalten. Und habe das Ganze jetzt fixiert damit, weil es muss ja, das ist ja irgendwann mal die Rostpigmente weg. Außerdem finde ich diesen leichten Verwischeffekt immer ganz nett. Und es soll ja nicht so trocken wirken, sondern es soll ja eben einfach nur ja, drauf sein und rostig aussehen. Hier sehen wir übrigens auf dem Bild links den schmalen Mast, der im Hintergrund später reinkommt. Da habe ich jetzt nicht explizit was dazu gemacht. Der ist nachher irgendwann einfach mal im nächsten Video, glaube ich, zu sehen. Da ist er. Da habe ich also zwei so eine Mastenstrukturen zusammengenommen. Die habe ich leicht versetzt, so 2 mm zusammengeklebt, sodass eine gewisse Tiefenwirkung entsteht. Ihr wisst ja, ich habe ja relativ wenig Platz da hinten. Die Bäumchen, die ich jetzt hier habe, die werde ich nachher als Bilder noch sehen. Das habe ich jetzt nur noch als Anschluss mit reingemacht, weil ich fand sie recht süß. Die habe ich jetzt auch wieder aus Unkraut mir zusammengefrickelt, habe jetzt hier Weißleim drauf gemacht und habe dann das Ganze jetzt hier bepflockt. Das ist alles kein Hexenwerk. Das habt ihr alle selber wahrscheinlich schon gemacht oder auch nicht. Ich weiß es nicht. Wenn nicht, habe ich es jetzt hier noch mit drin, weil ich fand die recht süß. Also die habe ich neulich erst bei einer Fahrradtour wieder gefunden. Die überschütte ich dann jetzt hier lediglich mit der Flocken, die ich da eben, die da im Bild drin waren. Und jetzt hier noch so einen mit einem kleinen so ein Stielchen mit drin. Ich glaube, den habe ich gar nicht verwendet, aber ist ja auch egal. Und dann habe ich die Baumstämme, wenn man das so nennen kann, wieder braun gemalt, so ähnlich wie im letzten Video auch, von dem im Hintergrund die Bäumchen, damit es einfach ein bisschen hübscher aussieht. Und ja, mir hat es gefallen, wie immer. Sonst würde ich es ja nicht machen. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen oder euch gefällt es. Das interessiert mich immer ganz gut. Wenn ihr eine Meinung dazu habt, wenn ihr was Nettes zu schreiben habt, das macht ihr ja sowieso immer, da freue ich mich ja. Das könnt ihr jederzeit gerne unter das Video schreiben. Wer noch kein Abonnent von mir ist, ich würde mich freuen, wenn ihr dazu stoßen würdet. Wir werden ja langsam aber sicher mehr. Und wie gesagt, wer eine Meinung hat, immer rein damit. Ich freue mich. Ich versuche auch mal so ein paar Anregungen. Hier sehen wir sie. Ich finde sie hübsch. Ich finde die wirklich süß, die Dinger. Und ja, man kann sie auch noch ein bisschen beschneiden, wenn man ein Ästchen zu lang ist. Ganz kleine, süße Kerlchen. Und hier sehen wir sie. Neben dem Mast habe ich es hingepflanzt, eins davon übrigens. Und da sehen wir auch das Geländer im Hintergrund mit drin.
Und ja, nochmal zum Thema. Ich würde mich freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben gebt, wenn ihr ein Abo abgebt, wenn das noch nicht gemacht hat. Und dann würde ich sagen, an dieser Stelle, hier sehen wir das nächste Geländer. Da hinten ist übrigens die Gitterbrücke mit Dobbingen drauf. Und hier natürlich der gammelige Kessel. Den kriegt ihr im nächsten Video nochmal zu sehen von mir. Da habe ich noch ein bisschen mehr dazu gebracht, wie alles eingebaut wird. Da ist ja auch eine Lampe oben drüber und so weiter und so fort. Aber an dieser Stelle bedanke ich mich erstmal, dass du dabei gewesen bist oder dass ihr dabei gewesen seid. Und dann sage ich, macht's schön gut, bis zur nächsten Woche. Euer Aquapainter aka Uli. Tschüss.